Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Diddy Kong Racing. Ein prähistorisches Rennspiel. Wir haben im letzten Part schon den ersten Boss besiegt und jetzt geht's einmal an die Challenge. Oder wie auch immer man das nennt, dieses Special Minigame. Minigame ist es ja so gar nicht, aber eine coole Abwechslung. Wir sind per Flugzeug unterwegs. Es gibt drei Gegenspieler, jeder hat ein Nest. Und man muss drei Eier ausbrüten. Jawohl, wir haben gleich einen Blitzstart, sehr schön. Nächsten Ballon holen. Shit, das war nicht gut. Und gleich mal Ei abwerfen. Man kann das Ei, solange es nicht ausgebrütet ist, halt auch von den anderen stehlen. Was ziemlich fies ist. Und da kommen jetzt gleich alle zu mir, um eins zu stehlen, wie es ausschaut. Koko hat das einzige keins. Jawohl, wir haben das erste Ei schon ausgebrütet. Das läuft ja schon mal ganz gut. Nein, hat's erwischt. In ihrem Boden fallen sie natürlich hin. Ah, da ist der Affe. Dankeschön. Nummer 2. Komm, schlüpf. Nein, da ist er! Hat's nicht genommen. Aber du wirst damit nicht entkommen. So. Wir sind aber immer noch die einzigen, die einen haben. Also ausgeblutet schon. Ne? Jetzt kommt ein Nummer 2. Und das gleich mal verteidigen. Dass ja keiner hierher kommt. Hättest du gerne! Das gehört mir. Nein, das fliegen wir nicht. Aber unser zweites ist ausgebrütet. So gut war ich noch nie dabei. Also in den drei Aufnahmeversuchen war es immer ziemlich, gerade vor allem am Ende, dann ziemlich stressig. Ja, beim letzten Mal sind wir sogar, und das ist daneben gegangen, sind wir sogar gleich von Anfang an dann schon um zwei hinten gegen, aber keins gehabt, während ein anderer schon zwei gehabt hat. Aber wir haben es doch noch geschafft. Deswegen sollte das jetzt eigentlich so kein Problem sein. So, das ist das dritte. Schön aufs Radar gucken, dass keiner kommt und das verkündet. Wir sind alle in der Ecke beschäftigt, das geht nicht mehr aus. Was haben wir gewonnen? Jawohl! Dafür gibt es allerdings keine Ballons. Sagt man so Ballons, Ballone. Ballonetten. Sondern so Stücke von einer Uhr. You won first prize. Genau, das haben wir gewonnen. Das ist die Uhr, die was, also TT ist die Uhr, die was da immer im Hauptraum herumläuft. Wieder. Das ist TT. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Rennen gewinnen. Am Ancient Lake. Ancient Lake. Diesmal brauchen wir nur Münzen einsammeln und müssen halt noch gewinnen. Und Blitzstart gleich mal. Dann geht das schon. Yo! Ich hab's das gut, ich muss keine Münze sammeln. Schön die Bananen sammeln, damit wir vielleicht ein bisschen schneller werden. Sofern das stimmt. Ne? Okay. Nur noch eine Münze. Jawohl, gleich mal in der ersten Runde alle. Gleich mal in der ersten Runde alle erwischt und wir sind die Erste. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Naja, vielleicht machen wir die Bananen wirklich ein bisschen schneller. Das ist halt wirklich so schwer zu merken und wenn man es nicht weiß, fällt es einem wahrscheinlich gar nicht auf. 10 Bananen, also Full Speed. Und
da haben wir das Ding voll gewonnen. Gut, da waren wir noch nie so richtig verloren, es sind nur einmal zwei verloren. Sind wir eh noch gut dabei. Mann, in dem Zimmer hat es noch immer 33 Grad. Könnt ihr euch das vorstellen? 33 Grad. Irre. Mein nächster PC kriegt eine Wasserkühlung, glaube ich. Ah ja, genau, es sind auch zwei Ballone drauf. Haben wir es zweimal schon gewonnen. Fossil Canyon. Fossil Canyon. Auf geht's. Münzen sind manchmal, glaube ich, auch ein bisschen böser versteckt, sodass man sie nicht auf einmal einsammeln kann. Und das macht die Rennen dann... kein Blitzstart, das war schlecht. Aber irgendwie haben auch die anderen nie einen Blitzstart dann. Wehe, du kackst jetzt hier hin, ja? Genau, dass man zum Beispiel hier drüber fahren muss, um die Münze zu erwischen irgendwie. Ja, anders kriegt man sie halt nur mit großen Umweg. mit Nintendo-Zeichen drauf. Bananen! Gleich zwei auf einmal! Nachdem man sie halt hier nicht so leicht sieht, ist es schwer, die zu erwischen. Aber ich glaube, wir haben genügend Zeit in der letzten Runde, um sie uns zu holen. Ich sehe die letzte Münze auch. Wir brauchen nur mehr die, kann man ruhig ein bisschen langsamer fahren, um sie zu erwischen. Geht's nur mir so oder erinnert diese Musik irgendwie voll an Tropico? Ist auch cool, die Raketen, die spawnen nicht einfach, sondern die fliegen wirklich bis zum Kartenrand. So, jetzt müssen wir die Münze kriegen. Notfalls auch so. So. Die Zeit nehmen wir sich. Das war das Ganze wie die Kotz. Hoppla, wir haben den grünen Punkt gar nicht erwischt. Einmal hinkacken. Boom! Gewonnen! Ja, war nicht geschafft. Nummer 9. Boah, da sieht man schon, das erste Rennen gegen diesen Boss war nicht einfach und beim zweiten wird schwerer. Also beim zweiten Mal, ne? Das. Machen wir gleich das nächste. Das sagt schon ein bisschen was aus. Ups. Das sagt dann schon ein bisschen was aus. Also, und das ist noch der erste Boss von 4, ne? Ich kann mich noch erinnern, an den habe ich ganz schön lange gekaut. Also irgendwie haben die anderen nur einen Blitzstart, glaube ich, wenn ich einen habe. Boah, da muss man auch ziemlich weit rausfahren. Bitte schön. Mist. Mann! Ah, okay, das ist nicht nur ein Schutz, also das ist so ein bisschen wie der Stern bei Mario Kart. Das ist nicht einfach nur ein Schutz, sondern es... Shit. Oh nein. Okay, das ist noch nicht so schlimm. So, man kann damit andere Rammen, um sie ein bisschen raus... Ah, es sind wir getroffen worden. Aber wir sind Zweiter, das ist schon nicht schlecht. So, wo ist jetzt noch eine Münze zu holen? Die letzte, da ist sie.
Letzte Münze, letzte Runde. Nein! Er hat das Ding eingesetzt. Nein! 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 Oh, fuck. Okay, die Karte ist echt schwer, ja. Das muss man schon sagen. Da sind die Münzen schon ziemlich blöd platziert. Try again. Geschafft. Nein, nein, oh Gott, Bug, Bug. Na großartig, na Alter, was war denn das jetzt für ein Bug? Ja, na gut, damit können wir das Rennen wahrscheinlich jetzt vergessen. Ja, das Rennen können wir wahrscheinlich vergessen. Wir haben noch eine Münze zu holen. Wir sind so weit hinten. Dem sie auch keinen Boost gibt. Nur wegen diesem Bug. Wäre dieser Bug nicht gewesen, hätten wir Haus hochgewonnen. Also das war echt scheiße, das muss man schon sagen. Also so einen Bug habe ich noch nie gehabt. Hier. Nur wegen dem Bug. Nur wegen so einem scheiß Clipping-Fehler. Damit läuft schon mal besser als vorher. So. Noch eine Münze. Noch eine Münze und wir sind die Erste. So, das ist... Ah, die Münze hier. Jetzt haben wir gute Chancen, jetzt könnten wir es schaffen, wenn nicht wieder irgendein Bug kommt. Was war das jetzt? Einfach mal geleckt oder geleckt, keine Ahnung was das jetzt war. Bitte jetzt nicht abkacken. Ich frage mich, wie man eigentlich da hochkommt. Das habe ich auch noch nie verstanden. Muss irgendeinen Trick geben, mit dem man sich da hochkatapultieren kann. Geschafft. Ja, das war jetzt gar nicht so einfach. Schauen wir mal, wie das nächste Rennen wird. Was ist mit dir? Spassiba. Puh. Oh ja, gerade genug Ballons für das. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt auch so gut hinbekommen. Da sieht man hier schon die Münzen. Schaut nichts aus. Nein, nur die Ballone. Ich muss es erstmal finden, die Münzen. Jetzt sind wir ja dreidimensional unterwegs, das ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Wetten, dahinter am Berg verbirgt sich einer. Daneben. Nummer 2.
Hm, man muss sich die Münze nehmen statt den Ballon. Hm, Flugzeug wird hinter. Okay, 4 haben wir schon mal. Hälfte. 5. Und 6. Genau, hier ist eine. 7. Nur noch eine. Ja, die ist hier natürlich. Diese Musik. Das war gar nicht so schwer. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass diese Spiele keine Geschwindigkeitsanzeige haben, weil dann könnte man wenigstens sagen, okay, wie viel Boost bringt mir das denn eigentlich? Beziehungsweise dann würde man auch wirklich kennen, ob diese Banane jetzt besonders mehr bekommen geben. Ne? Ja, standardmäßig, wenn ich 50 km/h drauf hat und eine Banane bringt dann 1 km/h mehr bis zu 10 und dann hat man nachher 60 drauf. Aber es gibt doch gar nicht so viele Flug-Level. Dankeschön. Jetzt wird's echt schwer. Jetzt wird's echt schwer. Das sehe ich schon. Ah, mit Schweinskopf. Freunde, jetzt wird's echt schwierig. Das Rennen wird. Das wird gesäuzen. If you complete me again, I'll give you a special prize. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das war. In den 3 Aufnahmen habe ich ihn zweimal gegen ihn angetreten und beide Male nur knapp gewonnen. Ach ja, da fallen ja die auch noch um. Mann, schaut, wie schnell der ist. Das ist irre. Daneben geschossen haben wir. Wie soll man den einholen? Das ist Wahnsinn. Wie soll man... Ja gut, das auch noch. Jetzt muss man... Na, das wird nichts mehr. Der ist so weit voraus. Da hilft mir nicht mal mehr das Abbremsen gegen Ende. Noch einmal. Das wird nichts mehr. So, guter Blitzstart. Ach so, okay, der macht mich sonst platt. Das habe ich eh befürchtet irgendwie. So, jetzt muss man schön an ihm dranbleiben. Schön innen bleiben. Ballon doch holen sollen. Hier holen wir es jetzt. Erwischt. Na toll, das hat genau nichts gebracht, hat mich wahrscheinlich eher zurückgeworfen. Ist noch schwer zu kriegen hier, wenn man so blöd alles außen fährt. Shit. Keinen Ballon erwischt. Den habe ich nicht gesehen, nur zu spät. Jetzt kommt glaube ich noch ein blauer. Der hat mich schon mal beinahe das Rennen gekostet, weil ich so blöd rausgefahren bin. Nein. Einmal probieren wir es noch. Alle guten Dinge sind 3, ne? Das war aber nicht guter Start.
Okay, wir. Warum war ich auf einmal so langsam? Was war denn da los? Aber wir sind näher an ihm dran als sonst, das ist schon mal gut. Sogar überholt kurz. Das ist. Also da. Ja, okay. Das ist echt unfair gewesen jetzt. Das war sowas von unfair, wenn du hinten reinfährst, dass du platt bist. Das ist echt unfair dann. Nein, vergiss es. Muss man anders mal probieren. Der Part ist jetzt eh zu Ende. Na, ich sage ja, also dies. Achso, na, so wollte ich quitten, wollte ich eigentlich. Es ist einfach extrem schwer, diese Bosse. Vor allem, weil sie ja ungerecht spielen auch noch. Ne? Weil sie ja früher starten. So. Aber gut, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!